Als Vertreter vom Norden liegt Thema vom öffentlichen Transport an den ländlichen Regionen eines besonders im Herz. Mehr gerade auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Osten, was man von den solchen Problemen im Bereich von öffentlichen Transport an den ländlichen Regionen liegt zu sagen. Wenn man über die Qualität vom öffentlichen Transport schwätzen, muss man 10 Punkte besonders berücksichtigen. Erstens, Qualitätsanforderungen vom öffentlichen Transport am Allgemeinen. Und zweitens, Kohärenz von den einzelnen öffentlichen Verkehrsmitteln an der Fahrplan, wie das ob in den aufgestimmt sind. Im Hinblick auf diese Punkte muss man sich da mal allgemein vorstellen, auf wen sich den öffentlichen Transport hauptsächlich richtet. Einerseits richtet es sich an Dialekt, die Niederländisch da können, wie den öffentlichen Transport zu hören, dass sie Junker, die nach keinen Führerschein haben, Ehler legt, die nicht können oder dürfen mit dem Auto fahren. Und da das in letzter Zeit besonders akut ging, auch die legt, die sich kein Auto mehr können leisten. Dort erlebt sich den öffentlichen Transport sich an die Personen, die auf den Individualverkehr zurückgreifen, für den öffentlichen Transport, als die mehr praktisch und noch mehr billig, zum Beispiel für Obschaff. Und genau jene Highlight im ländlichen Raum das Problem, mangel der Kommodität an Aktivität an einer kohärenten Opfer, die direkt schmackhaft möchte, auf den öffentlichen Transport zu greifen. An ländlichen Raum haben wir nicht die Anzahl von Anstiegspunkten für den öffentlichen Transport wie an den Ballungszentren an Aufstimmung in der einzelnen Verkehrsmittel ist zu wünschen übrig. Ich will einmal darüber nennen, dass zum Beispiel ein Zug nicht alle Passagiere für den Mat bis auf die Station oder muss ihn dann in der WM klammern für einen anderen Zug oder einen anderen Bus. Aber wenn er Pech hat, dann entspricht die Verspätung, die den Zug hat, aber gerade der Zeit, die ihn hat, für ihn zu klammern, an aus denen 6 oder 7 Minuten Verspätung geht gerne mal eine Stunde, bis der nächste Nachschluss kommt. Vorausgesagt, dass den dann noch pünktlich ist, an die Gäuse fällt. Direkt, die schlecht zu Fuß sind, und bei so einem sportlichen Impfstagen natürlich besonders sind die benötigt. Für ihn zu klammern oder für die Gärze verlassen, muss es leck an der Region dann zusätzlich durch eine Unterführung. Unterführung bedeutet aber auch immer Treppen, dürfen sie nicht gerade direkt die schlechtste Fuß sind oder viel Gepäck mitschleifen, besonders gestraft. Viel gerne am ländlichen Raum, sie leider nicht mit Liften equipiert, da können die eine Verbesserung auf Weih fahren. Nachher wird zu den Anschlussmöglichkeiten, besonders aus dem Norden und Osten, zum Verkehrsreso an der Stadt, wo wir vielleicht schaffen. Leider hat sich schon alles hier an der Stadt zentralisiert, zu viel zentralisiert. Das hat schon müsste 4 Jahre im Gedächtnis gehen und mehr dezentralisiert gehen. Die Weh von der Fahrt, zum Beispiel für die Passagiere von der Buslinie 110 und 111 von Nächster nach einem Gegend, hat sich ein gutes Stück verlängert. Weil sie nicht mehr auf direktem Weg an den Start kommen, wir runden müssen. So wäre es während der letzten Monate per Mal an der Zeitung oder an der Presse zu lesen, und so erzählen durch die Betroffenen. Weiter hat der Herr Minister mit der letzten Hirst, ob der Antwort auf einen erweitert parlamentarisch froh und mitgedeelt, dass mit der Verlängerung vom Tram bis auf Böneweg am September das Jahr der Weg der Bussen aus dem Osten, zum Beispiel von Remisch, auch in Zukunft nicht mehr sollen, bis auf die Gär fahren. Zu dem Böneweg ist der Schluss. Kann der Herr Minister euch da mal erklären, wie er Maßnahmen geholt hat, für dass der Teil nicht zu ähnlichen Verzögerungen kommen soll wie auf Berner Plätzen. Weil um meine Redezeit ziemlich zu Ende geht, will ich aber noch auf 2 Punkte aufmerksam gern machen. Und da das Leck müssen sie auch daran gewinnen, dass dem Klammern zwischen dem öffentlichen Transport zum Sport vom Jahr geht. Wenn ich meine, das als etwas war, den musste so in, zum Beispiel in unserer Gemeinde, von meinem Dorf, wo ich halb warnen, bis auf Kleberberg, war 80 Jahre ein Busli. Ohne Schwäche geht, da war denn dann, für Druck guckt, war sogar 20 Jahre für drin, so ein Postkutsch da hingefahren. Immer auf der Linn, letztes Jahr im September hörte ich, gerne, das heitere Himmel, also bei mir da, die Busli, im Gezwitscht gehen, sie geht los auf 11, man denkt, die Version auf der halben Strecke, da muss ich die auf Kleberg fahren, in der WM klammern.
Das ist eine Geschichte. Mit jener Geschichte, das hat keiner gewusst. Und du sind dann ein ganz Ritt schlecht unzufrieden mit ihren Auto gefahren und sind sogar Mammen an Bomien, die in ihr Kanal tun, an Schul gefahren, man Frust, den ihn dann hört, und das als schlecht für sich. Und ich meine, du musst mir eben denken, wie man das doch können publik machen. Es stimmt wohl im Internet vom RGTR, dass das tief kommen. Aber wie geht dann all der, ob den Internet gucken, für all die Neuerungen, die man zu kriegen, das ist schon gesagt, an der Hock der Zeit von der Unmöglichkeit. Und ich meine, du musst mir sehr Gedanken machen, wie man eine bessere Kommunikation mit den Leuten kann machen. Weil nicht jeder kann all der, erstens hat nicht jeder all der Möglichkeit, für den Internet zu gehen. Und zweitens haben noch viele Leute die Möglichkeit nicht. Und ich meine, in dem Sinn müssen wir uns mal Gedanken machen, wie man das in Zukunft könnte besser machen. So, und ich merke Sie für Ihre Aufmerksamkeit.